Serlo. Freie Bildung. In diesem Video lernst du, wie man einen Lot konstruiert. Zunächst die Definition von einem Lot. Das Lot von einem Punkt A auf die Gerade G ist die Gerade, die durch den Punkt A geht und gleichzeitig senkrecht auf der Geraden G steht. Wir konstruieren zunächst das Lot, wenn der Punkt A auf der Gerade G liegt. Das ist unsere Gerade G, hier ist der Punkt A. Nun konstruieren wir das Lot, indem wir zuerst einen Kreis um A konstruieren, der zwei Schnittpunkte mit G hat. In den Schnittpunkten zeichnen wir wieder Kreise ein und die nun entstandenen Schnittpunkte der beiden Kreise verbinden wir. So haben wir das Lot von A auf G konstruiert. Das Ganze machen wir noch einmal für den Fall, wenn der Punkt A nicht auf der Geraden liegt. Hier wieder unsere Gerade G und der Punkt A diesmal nicht auf der Geraden G. Erneut zeichnen wir einen Kreis um A, der die Gerade G zweimal schneidet. In den Schnittpunkten konstruieren wir wieder Kreise und erhalten so wieder zwei Schnittpunkte. Diese verbinden wir und haben so das Lot konstruiert. Hier der Konstruktionsplan. Erstens, zeichne einen Kreis um den Punkt A, der G zweimal schneidet. Zweitens, konstruiere die Mittelsenkrechte zu beiden so entstandenen Schnittpunkten.